Ich kann jetzt eigentlich nur sagen, genießen Sie die Buchpräsentation und ich übergebe an Katja Richter. Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Ich freue mich ebenfalls sehr, Sie hier im Namen des Deutschen Kunstverlages begrüßen zu dürfen. Für mich ist es fast ein bisschen eine gestohlene Ehre, denn ganz sicher bin ich unter all denen, die sich mit dem Buch beschäftigt haben, diejenige, die jetzt als letztes hinzugekommen ist. Denn ich bin erst seit Beginn dieses Jahres mit der Leitung des Deutschen Kunstverlages betraut. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute eben diese Buchpräsentation eröffnen darf und dass das Buch eines der ersten ist, das unter meiner Verantwortung erschienen ist. Es ist, wie ich finde, auch ein außergewöhnlich schönes Buch geworden. Es freut mich auch deswegen besonders, weil es uns heute in eine Zeit entführt, mit der wir uns in diesem Jahr auch von Verlagsseite besonders beschäftigen. Der Deutsche Kunstverlag feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum. Auf Veranlassung des Preußischen Ministeriums für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung wurde der Verlag am 1. Juli 1921 gegründet. Und hier ergibt sich auch noch eine weitere Parallele, die ich erwähnen möchte. Denn der Deutsche Kunstverlag wurde gegründet, um die umfangreichen Fotobestände der ehemaligen königlich-preußischen Messbildstelle zu verwerten. Fotobestände, die der Dokumentation der Baudenkmale in Preußen dienten, so wie auch Xanthi Schawinski ja im Rahmen seiner Tätigkeit als Leiter der Grafikabteilung des Hochbauamtes in Magdeburg für die fotografische Dokumentation des modernen Baugeschehens in Magdeburg verantwortlich war, wie ich dem Vorwort entnehmen konnte. Doch hierzu werden wir in der folgenden Stunde sicherlich viel mehr und kompetenter von der Autorin und dem Autor des Buches hören, die ich Ihnen nun kurz vorstellen möchte. Annegret Labs studierte Kunstgeschichte in Bamberg und Marburg und wurde 1997 mit einer Arbeit zur Malerei und Plastik im Zisterzienserorden promoviert. Sie arbeitete dann als Kuratorin in der Gemäldegalerie Alte Meister in den staatlichen Sammlungen in Dresden und seit 2001 ist sie Leiterin des Kunstmuseums in Magdeburg, wo sie seitdem zahlreiche Ausstellungen unter anderem zur Kunst der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kuratierte, etwa zu Arte Povera, Fluxus oder zu zeitgenössischen Positionen in der Malerei. Seit 2012 ist sie auch Mitglied im Künstlerischen Beirat der Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt. Außerdem lehrt sie an der Burg-Giebichenstein Kunsthochschule Halle im Bereich Design. Thorsten Blume ist wissenschaftlicher Mitarbeiter, Künstler und Choreograf an der Stiftung Bauhaus Dessau und dort unter anderem verantwortlich für experimentelle Projekte auf der historischen Bauhausbühne. 2011 entwickelte er das Projekt Play Bauhaus in einer Serie von Tanzstücken, Installationen und Workshops in Dessau, Dresden, London, Taipei, Seoul und Tokio. Er kuratierte 2013 am Bauhaus in Dessau die Ausstellung Mensch, Raum, Maschine, Bühnenexperimente am Bauhaus. Seit 2017 leitet er das Programm Open Stage Performative Architektonik, das die methodisch-pädagogischen Ansätze der historischen Bühnenwerkstatt am Bauhaus für die Gegenwart erprobt. Bevor ich das Wort an Frau Labs übergebe, möchte ich mich noch bei allen Beteiligten an der heutigen Buchpräsentation und bei den Kolleginnen und Kollegen im Verlag, die der Entstehung des Buches begleitet haben, ganz herzlich bedanken. Und natürlich auch bei allen unseren Zuhörenden heute, dass Sie hierher gekommen sind zu dieser virtuellen Buchpräsentation. Ich wünsche uns nun eine schöne Buchpräsentation und übergebe das Wort an Frau Labs. Dankeschön und danke für diese Möglichkeit, gemeinsam mit Ihnen heute das Buch präsentieren zu dürfen. Aber ich mache jetzt erstmal so, ne, damit auch alle sehen, worum es geht. Und ich sage auch gleich, so dick ist es, also es lohnt sich. Es gibt eine Menge neues Material und das werden wir Ihnen jetzt vorstellen, Thorsten Blume und ich gemeinsam, weil wir sind tatsächlich die beiden Autoren und ich glaube, wir können jetzt ganz stolz sagen, wir sind auch die, die inzwischen Xanthi Schawinski am besten kennen. Nachdem du, ja, ich glaube 2015 auf uns zugekommen bist und gefragt hast, ob wir eine Ausstellung Xanthi Schawinski machen und das tatsächlich meine erste Begegnung mit dem Material war. Vorher wusste ich natürlich, da gibt es irgendwie jemanden am Bauhaus diesen Namens, aber viel mehr wusste ich nicht und ich brauchte auch ein bisschen Ja zu sagen, muss ich ganz ehrlich sagen, als du mit der Idee der Ausstellung kamst und wir die Ausstellung Xanthi Schawinski
in Magdeburg vorbereitet haben. Vom Bauhaus in die Welt ist der Titel damals auch der Ausstellung gewesen. Und ich fand es sehr richtig, diesen Titel auch für das Buch zu wählen, was tatsächlich jetzt wirklich fast 5 Jahre zwischen unseren Schreibtischen immer hin und her das Material gegangen ist. Das Buch ist deshalb entstanden, weil es eine ganze Menge Material gibt, das tatsächlich überhaupt noch nicht in die Forschung eingeführt ist. Wir haben die Ausstellung 2016 im Sommer, Thorsten, ich glaube, so war das, ja, du musst mich korrigieren, wenn es nicht stimmt, gezeigt. Das war eine Übernahme aus Zürich, aus dem Mikros Museum, weil der Sohn von Xanthi Schawinski in Zürich lebt und dort auch, ist richtig, ne? Ja, musste gerade stutzen, und dort auch den Nachlass verwahrt und seines Vaters verwahrt. Wir haben also eine Übernahme einer Ausstellung gemacht, auch gut geplant und wie man das so tut, Xanthi Schawinski als Künstler, und haben erst in diesem Moment eigentlich richtig realisiert, wie viel Material unentdeckt von Xanthi Schawinski sowohl in diesem Nachlass als auch vor allen Dingen in Magdeburg im Stadtarchiv existiert. Wir wussten das, genau, seit 89 ist das klar, oder 90, ne, da gab es schon mal Forschung. Und da muss ich noch mal ein ganz dickes Dankeschön an jene sagen, die uns vor allen Dingen im Stadtarchiv noch mal die Zugänge zu den wunderbaren Fotos gewähren konnten und auch noch mal an jene, die damals die Fotos überhaupt das erste Mal entdeckt haben, Frau Iris Reuter und Herr Müller, der selbst Fotograf ist und damals im Zuge der Arbeiten über die Magdeburger Moderne auf ein Fotokonvolut gestoßen sind. Aber dazu vielleicht nachher mehr. Wir haben den wunderbaren Nachlass und wir haben die Fotos. Und du wolltest die ganze Zeit schon was sagen, Thorsten. Ich wollte sagen, dass diese Ausstellung stand ja im Kontext der Vorbereitung des 100-jährigen Bauhausjubiläums 2016. Da gab es in Sachsen-Anhalt ein Projekt, das nannte sich Große Pläne, die angewandte Moderne in Sachsen-Anhalt. Und da der Impuls dann, auf dich zuzugehen und zu sagen, mach doch eine Schawinski-Ausstellung in Magdeburg, war ja der, also dass ich dann, dass wir wussten, also dass Xanthi Schawinski nach seiner Zeit am Bauhaus als erste Station nach dem Bauhaus Magdeburg hatte. Also er ist nach Magdeburg als Grafiker gegangen und in dieses Motiv hier auf dem Buch zeigt ja eigentlich so die Einzigartigkeit und die Besonderheit seines Wirkens dort in Magdeburg als Werbeausstellungsgestalter, grafischer Gestalter, also ein Kommunikator für die Stadt. Und ja, das war eigentlich dieser Kontext. Für mich selber war das ja noch ein anderer Zugang, da kommen wir später noch dazu, über die Bühne, das Theater. Aber eben Magdeburg war die erste Station von seinem Weg vom Bauhaus in die Welt. Also dieser Weg begann nach draußen über Magdeburg. Ja. Und tatsächlich ist es aber so gewesen, dass man das so verschüttet in Magdeburg wusste. Wie gesagt, das hatte ja auch schon vorher Publikationen, zum Beispiel auch von Christian Anz dazu gegeben. Aber es war für uns nochmal wichtig, das alles zusammenzupacken und tatsächlich nochmal zu schauen, vor allen Dingen auch in den Briefen zu schauen. Und das war ja das Schöne, dass du über das Schawinski-Archiv an den gesamten Nachlass, vor allen Dingen auch an den schriftlichen Nachlass von Xanthi Schawinski kommen konntest und uns den zur Verfügung gestellt hast. Und ich habe die letzten 4 Jahre immer wieder angefangen, Briefe zu lesen, zu schauen. Und das ist wirklich ein ganz schönes Material, was sehr privat ist, also was auch nicht unbedingt jetzt viel zum Bauhaus verrät, sondern einfach auch ganz, ganz vieles andere. Aber wenn man sich so ein bisschen durchkämpft, merkt man, da steckt ganz viel drin und da sind auch so schöne Zitate von Schawinski, wo man merkt, es konnte eigentlich nur so ausgehen mit ihm. Ne? Zum Beispiel haben wir dieses schöne Zitat gefunden, Lebensgestaltung. Ich glaube, dass das Leben viel zu lebendig ist, als dass man es gestalten könnte. Das Leben am Bauhaus hat mich in meiner Meinung sehr bestärkt, dass man sehr auf die Improvisation angewiesen ist. Das passt irgendwie auch so schön in unsere Zeit. Was tun wir mehr als improvisieren?
nicht nur jetzt in dieser Veranstaltung, sondern im gesamten Kulturbereich. Ich habe es eben gerade gesagt, vor, glaube ich, circa einer Viertelstunde kam die Mitteilung, dass sämtliche Kulturveranstaltungen deutschlandweit bis zum 30. Juni ausgesetzt sind. Und bevor jetzt alle in große Trauer verfallen, verfallen wir doch in das, was Schawinski uns geraten hat. Wir sind auf Improvisation angewiesen. Und wer kann das besser als der Künstler, der Kulturschaffende? Also wir werden uns das tatsächlich ganz genau zu Herzen nehmen, das, was er uns schon 1924 damit an die Hand gegeben hat. Also es sind lauter diese wundervollen Zitate, Texte von ihm, die in diesem Nachlass stecken. Vieles davon können Sie im Buch finden, nicht alles. Also wir haben auch darauf verzichtet, jetzt diesen Nachlass herauszugeben, sondern die sind quasi, diese Dinge sind in die, unsere Texte eingeflossen. Ja, vielleicht ist es so als großes Motto des Ganzen für heute auch ganz schön, wenn wir uns jetzt dem Leben Xanthi Schawinskis und dem widmen, was Sie im Buch finden und was Sie vor allen Dingen auch nachlesen können. Denn was wir jetzt hier machen können, ist letzten Endes das Antickern, was im Buch als Texten von uns beiden drin ist. Und vielleicht fangen wir da auch gleich an. Thorsten, du hast dich ja lange mit Xanthi Schawinski und der Bühne beschäftigt. Und mir war es wichtig, dass diese Frühzeit Xanthi Schawinski und die Bühne Xanthi Schawinski am Bauhaus auch im Buch eine große Rolle spielt. Und so ist das jetzt auch. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen zu einführen. Ja, für mich war es ja so, ich bin ja auf Xanthi Schawinski eigentlich über die Bauhausbühne gekommen. Also, und das war die Vorbereitung für die Ausstellung 2013, die vorhin schon erwähnte Mensch-Raum-Maschine-Bühnenexperimente am Bauhaus-Ausstellung. Und diese Bilder, die jetzt hier aus deiner Ausstellung zu sehen sind, ganz im Vordergrund auch übrigens diese Steppmaschine, also eine Steppmaschine von Xanthi Schawinski, die haben wir für diese Ausstellung reproduziert. Und die ist eigentlich typisch für das, was ihn beschäftigt hatte und das, was ihn auch auszeichnete als einen besonderen Bauhäusler, der auch von seinen Kommilitonen auch manchmal als enfant terrible beschrieben worden ist, einer der, ein Tausendsasser, der ständig überall dabei war. Schon also seit 1924 am Bauhaus in Weimar war er schon während seiner Zeit des Vorkurses auf der Bauhausbühne aktiv und hat mit Kurt Schmidt und anderen dort ja wilde Performance-Experimente gemacht. Den Begriff Performance kannte man damals ja noch nicht. Ne? Es waren bildende Künstler, die Formen, Farben und sich selbst auf der Bühne zu wilder Musik bewegt haben. Und Jazz-Dance und Stepp-Dance, das waren also Zeichen der Zeit. Und natürlich das Motto Kunst und Technik, eine neue Einheit, 1923, gerade ein Jahr bevor Xanthi Schawinski ans Bauhaus gekommen war, von Gropius herausgegeben, motivierte dann auch zu solchen Spielen wie Mensch und Maschine im Zweiertanz. Und jetzt fehlt hier ein Bild dazu, aber diese Maschine oder dieses Ding da, was da rechts im Bild zu sehen ist, da saß dann ein Mensch dahinter und wackelte damit, bewegte das Objekt im Rhythmus von Jazzmusik und ein Stepptänzer, Xanthi Schawinski selbst, tanzte dazu mit dieser Maschine. Also Maschine, man kann vielleicht ungefähr erkennen, dass das einer menschlichen Figur nachempfunden ist. Das Ding hat zwei Beine, einen metallischen Körper, diese Wölbung dort in der Mitte. Und dann gibt es sozusagen einen Wechselkopf, der wie zwei Verkehrszeichen aussieht. Also diese halbrunde Scheibe mit dem rot-weißen und das grüne, grün-weiße Element darunter. Das war drehbar und alles bewegte sich an diesem Ding. Und das war diese Art von mechano-tänzerischen Experimenten, die Xanthi Schawinski mit anderen Bauhausstudierenden in Weimar entwickelt hatte. Und kurz darauf dann auch zusammen mit der Bauhauskapelle, die 1924 aktiv geworden ist. Da war der Gründer war Andor Weininger, ein ungarischer Bauhausstudent. Und Xanthi Schawinski war von Anfang an dabei. Und diese Abende, die Tanzabende der Bauhauskapelle, mündeten oft in solchen spielerischen Performances, die noch keine richtigen Aufführungen waren. Also sondern Improvisation mit Musik, wildes Experimentieren mit dem, was man sonst im Unterricht
bei Klee Kandinsky und kennengelernt hatte, an abstrakten Formen spielen. Das setzte man dann mit der eigenen Musik und im Tanz und Bewegung experimentell um. Nicht auf einer Bühne, die gab es in Weimar noch nicht, sondern im Ilmschloss in einem Restaurant, nicht weit entfernt von der Schule. Da ging man dann abends hin oder am Wochenende und die ersten Bauhausfeste, in denen dann auch diese Dinge dann auch zum Einsatz gekommen sind, die fanden dann eben in diesem Restaurant statt, außerhalb des Bauhauses. Und später dann, als das Bauhaus nach 1925, 26 nach Dessau umgezogen ist, also 1925, da war Xanti Schawinski das einzige Mitglied dieser Bühnenwerkstatt, das mit nach Dessau gegangen ist. Und deshalb auch wurde er von Walter Gropius beauftragt, zunächst einmal sich darum zu kümmern, dass die Bauhausbühne in Dessau am neuen Standort auch weitergeführt wird. Oskar Schlemmer, der die Bühnenwerkstatt seit 1923 geleitet hat, auch mit nach Dessau kommen kann, das war zunächst noch ungewiss lange Zeit. Also das entschied sich erst wirklich am Ende des Jahres 1926. Bis dahin war Xanti Schawinski quasi der Bühnenmann, der Mann der Bauhausbühne, der auch schon anfing, 1925 Unterricht zu geben und Studierende zu versammeln und für das Thema Bühne zu interessieren. Und das, was wir rechts im Bild sehen, aus der Magdeburger Ausstellung nur unscharf, aber im Buch ausführlich abgebildet, diese szenografischen Studien, das waren so seine ersten Unterrichtsmaterialien zur Raumgestaltung Bauhausbühne und diese Dinge. Also Xanti Schawinski ist eigentlich schon sehr früh eigentlich dann dadurch auch als Lehrer in Erscheinung getreten und später dann auch, da kommen wir noch drauf, auf seine Zittauer-Erfahrung, auch nachdem er praktische Erfahrungen in einem richtigen Theater gesammelt hatte, verstärkte sich das, aber er ist eigentlich in so vielen Rollen am Bauhaus unterwegs, dass das so unüberschaubar vielfältig ist, dass das manchmal auch dazu beigetragen hat, dass sein Nachruhm oder die Würdigung bis heute so im Schatten dieser Multiperspektivität so steht und er nicht so eindeutig auszumachen ist als ein toller Grafiker, als toller Bühnenkünstler oder auch als Maler. Er hat alle diese Rollen gleichzeitig gehabt. Und Musiker auch noch. Ein Bauhäusler, ne? Der alles gemacht hat. Und ich glaube, aus den Texten wird das sehr schön deutlich. Er ist ein unglaublicher Motivator. Max Bill hat das ja auch mal gesagt, dass er ihn beneidet darum. Dass er alle irgendwie auf seine Seite bekommt und alle immer dazu bekommt, mitzumachen und mitzuziehen. Das ist wahrscheinlich das, was Xanti Schawinski auch als Charakter auf der einen Seite so stark gemacht hat, aber auf der anderen Seite nachher auch so ins Vergessen gedrängt. Hinzu kommt natürlich seine eher schwierige Situation Gropius betreffend. Ne? Also das kann man ja aber es ist auch vielleicht, wenn ich das, vielleicht ob das jemand sehen kann, wenn ich das Bild, was auch ganz am Anfang des Buches zu sehen ist, also Xanti Schawinski und Erich Konsemüller bei einer wilden Aktion. Es ist eines von vielen typischen Fotografien, eine von vielen typischen Fotografien der 20er Jahre. Xanti Schawinski ist immer aktiv und auf vielen der Fotografien, die wir vom Bauhaus kennen, ist er derjenige, der die Situation anführt, der vorne dran eine Szenerie steuert, der die Leute am Badestrand versammelt und zur Akrobatik anregt, der in der Bauhaus, nicht nur in der Bauhausband, sondern auch sonst eigentlich im Alltag des Hauses, also ständig für Unruhe sorgt und dadurch vielleicht manchmal auch als nicht so seriös wahrgenommen worden ist, als jemand, der einfach wild, spielerisch, experimentell und sich verausgabend auch agiert hat. Und nicht streng und ordentlich an einem künstlerischen Werk gearbeitet hat, sondern er war so vielfältig unterwegs. Ja. Und in den 20er Jahren, vielleicht noch bis die ganzen Jahre vor dem ersten Zweiten Weltkrieg, meine ich, galt ja als ein, oder gab es diese Idee des Künstlers, der in vielen Medien gleichzeitig arbeitet, ja noch nicht so sehr. Also das ist heute etwas Selbstverständliches, dass man fotografiert, dass man Performances entwickelt, dass man Filme dreht und Grafik macht. Ne? Ja, es kommt das aber noch dazu, Schawinski wollte das ja gar nicht.
Er wollte ja unbedingt Maler sein. Er hat 1924 in Halle auf dieser Ausstellung des Kunstvereins ausgestellt und ist so glücklich, dass er endlich als Maler wahrgenommen wird, obwohl er ja ganz viel Gestaltung gemacht hat und viele Jahre sich eigentlich dadurch auch über Wasser gehalten hat. Und tatsächlich haben wir das auch im Buch ein bisschen abgebildet, nämlich im Umschlag, im Cover, gibt es dieses später 1974 entstandenen Lithos nach Gemälden von Scharwinski. Das ist vielleicht auch eine Tragik seines Lebens, dass seine Gemälde im Atelier verbrannt sind. Also diese hier, die gibt es tatsächlich nicht mehr als Gemälde, sondern die gibt es nur in seinem Kopf, gab es sie noch, eins davon ist noch als Gemälde da und er hat sie quasi nachgeschaffen. Und diese frühen Gemälde kann man aber, und das ist vielleicht jetzt so die Überleitung nach Zwickau, Thorsten, die kann man an seinen Bühnenbildern ganz schön finden. Und du hast ja einen ganz neuen Aspekt für das Buch beigesteuert, nämlich Scharwinski als Maler der Bühne in Zwickau, am Zwickauer Theater. Vielleicht können wir da mal in der Publikation ein Stück vorangehen. Das ist so, das Stadttheater Zwickau kommt ab Seite 27, da ist es die ersten Bühnenbildentwürfe, die so ein bisschen etwas von diesem Zeitgeist, den er aufnimmt, verraten und vor allen Dingen auch von seinem innovativen Schaffen, was Bühne und Malerei auch hier in ganz exzeptioneller Weise verbindet. Naja, also, das ist ja... Bislang war es ja so, dass man, also in der Literatur tauchte das immer wieder auf, Sandy Scharwinski hat am Zwickauer Theater Bühnenbilder gemacht und wurde wegen dieser Erfahrung später durch Oskar Schlemmer mit dem Unterricht in Szenografie und Bühnenbildgestaltung beauftragt. Und das hat man manchmal, und manche Kunsthistoriker haben das als für Scharlatanerie gehalten oder übertrieben oder als eine Behauptung angenommen. Also das kann doch nicht sein, denn wenn er davon schrieb, dass er da über fast 40, 50, 60 Bühnenbilder produziert hat in dieser einen Spielzeit. Unglaublich. Wie das manchmal auch so ist, also wenn Künstler sich erinnern, er hat seine Autobiografie erst in den 60er Jahren geschrieben und da könnte man meinen, naja, das stimmt vielleicht nicht ganz, er hat etwas übertrieben. Aber nein, die Recherchen im Stadtarchiv Zwickau ergaben, nein, er war dort wirklich aktiv und in dieser Spielzeit 26, 27 sind wirklich unzählige Produktionen entstanden. Und dieses Theater hat wirklich also 4 Stücke im Monat auch produziert. Und aus den Protokollen, die man dann dort finden kann, sieht man auch, dass er jeden Tag dort zum Malen angestellt war. Und dazwischen gibt es Dokumente, in denen steht, Herr Scharwinski kommt immer erst um 11, weil, wie kann das sein? Er schafft doch sein Soll sonst nicht. Aber dann antwortet er darauf, naja, aber ich arbeite dann auch bis nach in die Nacht. Ich schaffe das schon. Und er hat wirklich unheimlich viel dort produziert. Und dieses rechte Bild hier zum Beispiel, hier zum Stück von Walter Hasenclever, Mord, ist nur eines von diesen Beispielen. Er sucht diese Erfahrung aus dem Bauhaus, die konstruktivistische Malerei, die Maschinenästhetik. Ich kann nochmal zum nächsten Bild dann gehen. Vielleicht mal das nächste, das kommt. Auch dann und dann solche anderen Raumbilder, Geometrie und Klassik zu verbinden. Also es ist eine neue, schlichte, grafische Sprache, die auch seine Gemälde und im Ganzen auszeichnet. Auffällig auch dieses Streifen, wie links im Bild, ne, wie diese maritimen Wirken. Er hat eine eigene Bildsprache und die entwickelt er hier großflächig auch in diesen Entwürfen, die dann auch ausgeführt worden sind als riesengroße Bühnenvorhänge. Große Bühnenbilder auch gebaut worden. Es gibt nur wenige Fotos von wirklichen Inszenierungen. Also eine ist auch im Buch zu sehen. Und es gibt 2 Abbildungen auch. Ja, nee, das nicht. Weiter hinten kommt das. Auch noch nicht. Das ist dann hier. Oh, ja, das war's. Da zurück ein Stück. Links oben war das, ja. Links oben dort sieht man das ganz klein zur Zirkusprinzessin. Ne? Das so nochmal ein wirklicher Beleg, dass diese Entwürfe, die Bilder, die wir als Entwürfe kennen, auch wirklich ausgeführt worden sind und umgesetzt worden sind. Und ja, also er ist jemand, der wirklich auch im realen Theater hier erstmals umfassend gearbeitet hat. Und das als ganz junger Mann. Also er ist, wie alt ist er da? 26 oder so, ne? 25, 26.
Und dieses Kapitel war bislang wirklich nicht bekannt und nicht recherchiert und eigentlich ist immer übergangen worden. Wie insgesamt eigentlich das Werk von Xanthi Schawinski ja wirklich viele Jahrzehnte nicht bekannt war, weil sein Nachlass ja bis seit den späten 80ern bis zu bis 2012, ungefähr 2011, 12, eigentlich nicht zugänglich gewesen ist, aufgrund unglücklicher Umstände, weil die letzte Frau von Xanthi Schawinski hatte nach seinem Tod das Werk ja auf ja, unglückliche Weise verkauft und ist ein schwieriger Vorgang. Also ebenfalls wurde das erst 2012 wieder zugänglich und dieses Ausstellungsprojekt zur Bauhausbühne war so der erste Moment, das wieder in die Öffentlichkeit zu bringen. Und die Mikros-Ausstellung, die Frau Laps vorhin erwähnte, war so dann auch schon ein Anschlussprojekt dieser Wiederentdeckung von Xanthi Schawinski als Bauhäusler und Künstler. Und was wir hier auch sehen, also ich meine, diese rechts, wenn wir diese Seite gerade haben, rechts das Bild, das Metallische Fest, eine Rutschbahn von Xanthi Schawinski gebaut für das Metallische Fest. Das war eine Rutschbahn, mit der die Gäste zu dem Fest sich auf einen Wagen setzen konnten und dann in das Festgelände hineingefahren worden sind oder hineinrollen konnten. Solche Dinge baute er. Er baute Räume, er baute Bilder als Räume. So, wenn wir auch zurückgehen, nochmal zu den Bühnenbildern aus Zwickau, das sind wir zwei, drei Seiten zurück. Ja, dies hier, ne, eins weiter. Das sind jetzt keine Plafonds, die einfach so gemalt und aufgehängt worden sind. Und hier sieht man auch, dass es Räume waren, die er entworfen hat, begehbare Szenarien. Also er war auch ein, ja, szenografische Gestalter. Und das hat er auch immer wieder dann später am Bauhaus angewendet, wenn wir die nächste Seite uns angucken. Noch ein zweiter. Hier dieses Jahr. 1928 entwickelt er so ein Bühnenbild und auch ein Stück, ein sogenanntes Kulissenstück. Also weil da hier spielt die von ihm gemalte Kulisse, gefaltete Wand aus verschiedenen Elementen, die war sozusagen das Spielgelände, in dem er dann zusammen mit Oskar Schlemmer und Wanda von Kreibich, das war damals eine Gasttänzerin am Bauhaus, dort hat man dann also eine eigenartig verrückte Tanz- und Musikpantomime dort vollzogen. Der einzige Inhalt, wie er später beschrieben hat, die Freude darüber war, dass man am Bauhaus jetzt eine Tänzerin zu Gast hatte. Darum ging es. Und diese Freude, eine Tänzerin da zu haben, die dann mal durch das Fenster guckte, mal auf den Balkon stieg oder der man dann auf der Bühne folgte. Das war sozusagen der einzige Inhalt. Und eigentlich im Stil von Commedia dell'arte hat man da solche, ja, heute würde man jetzt sagen, auch albernen, spaßigen Dinge gemacht. Und die Inszenierung fand statt 1928 im Februar zum Bauhaus Fasching auch. Also 1928? Ja, schon kurz nachdem er dann für die Theaterausstellung in Magdeburg tatsächlich die Entwürfe gemacht hat, die ihn dann nach Magdeburg führen. Ne? Also diese Bauhaus. Also, es ist eigentlich nur eine kurze intensive Zeit, 26, 27, 28 ist er sehr aktiv, er ist Assistent von Schlemmer und ein Höhepunkt bildet dann für ihn wirklich 1927, wie auch für Oskar Schlemmer, diese Teilnahme des Bauhauses an der Theaterausstellung in Magdeburg. Wobei, da gab es ja diese Tragik, ne, dass seine Entwürfe eigentlich zu spät kommen. Aber vielleicht. Seine Entwürfe aus Zittau, das ist eine andere Geschichte wieder, die auch ausführlicher noch zu erklären wäre. Also er ist ja Angestellter des Stadttheaters Zittau und er wollte, dass diese Entwürfe auf der Theaterausstellung gezeigt werden, aber die Zittauer Stadtverwaltung sagte, das sind unsere Entwürfe, Sie haben hier als Angestellter für uns gearbeitet, wir geben Ihnen diese Entwürfe nicht. Und es ist ein Hin und Her und am Ende schickt keiner die Entwürfe rechtzeitig los, sodass nichts aus, die Kiste kommt dann irgendwann an aus Zittau in Magdeburg, aber zu spät. Und die Magdeburger sagen jetzt nicht mehr und sie schickten die Entwürfe, die gut dokumentiert sind, auch dann zurück nach Zittau. Und seine einzige Chance war dann im Rahmen des Bauhauses noch andere Arbeiten mit einzubringen, wie eben dieses Bild einer konstruktiven Raumbühne, das ist vielleicht eines der nächsten Bilder. 40 einfach weiter blättern in der Publikation. Einfach nochmal weiter. Ich sage dann mal Stopp, weil den Text brauchen wir jetzt nicht. Den kann dann jeder nachlesen.
Nochmal. Noch eins weiter. Jetzt hier. Ja, dieses Bild, ja, dieses linke Bild, zeigt auch, dass Sandy Chawinski auch jenseits also seiner vielleicht komödiantischen Inszenierungen und heiteren Bühnenexperimente eben auch ja, teilgenommen hat an diesen wegweisenden konstruktivistischen Raumexperimenten, wie dem Totaltheaterentwurf von Walter Gropius und so. Hier entwarf er eine konstruktive Raumbühne aus ein Theaterkonzept mit schwebenden Bühnenflächen, Zuschauerflächen und Räumen, die sich dazwischen bewegen sollten. Ein Wasserbasson, was sich schwebend in der Mitte des Bühnenraumes hätte bewegen können. Also ein unheimlich utopischer, einer der utopischsten Entwürfe für eine Theaterszenerie der 20er Jahre, die ich kenne. Ja, das war mit Erwin Piscator zusammen, glaube ich. Und das ja, das ist ja eigentlich der Entwurf, an dem Gropius arbeitete in der Zeit. Das war ein Auftrag von Erwin Piscator, aber Sandy Chawinski macht das unabhängig davon, wie viele andere oder einige andere am Bauhaus auch, Farkas Molnar oder Andor Weininger, gibt es einige Studierende am Bauhaus, die sich mit solchen Raumstudien zu einem neuen Raummodell vom Theater beschäftigen. Aber Sandy Chawinski geht hier weiter als andere, also in der Dynamisierung des Raumes, auch in der Auflösung des Raumes als eine Apparatur oder ein Ensemble von Apparaten eigentlich. Das sind ja das die besonders an denen man auch Chawinski immer wieder erkennt. Ne? Also dieses A oder dieses aufgestellte Verkehrsschild. Also es sind tatsächlich, vorhin hatten wir die Wolken im Bild, hier haben wir jetzt so Ausschnittcollagen. Das ist ja etwas, was er unheimlich gut gekonnt hat, mit diesen ganzen Materialien umzugehen. Und später hat ja Gropius auch deshalb mit ihm zusammengearbeitet, weil er ihn unglaublich geschätzt hat. Das kann man ja aus seinen Briefen auch lesen, weil er genau dieses raffinierte Kombinieren von Materialien an Chawinski geschätzt hat. Und das muss ja in der Zeit schon bekannt gewesen sein, als er nach Magdeburg eingeladen wird von Göderitz, diese Abteilung des Stadtbau. Als er nach Magdeburg eingeladen wird, die Gestaltung der Abteilung. Oh Gott, jetzt sind alle meine Worte weg. Ja. Als Göderitz ihn einlädt, nach Magdeburg zu kommen, tut er dies, weil er wahrscheinlich auf der Theaterausstellung diese und andere Dinge gesehen hat und Chawinski damals wahrscheinlich bekannter für diese Collagen gewesen ist, als wir heute annehmen. Das kann man sehen, wenn man sich die Dinge anschaut, die dann tatsächlich für Magdeburg entstanden sind, kurz drauf. Er bekommt ja dann in Magdeburg für 2 Jahre die Abteilung der Werbung für die Projekte von Göderitz. Also eine völlig neue Idee. Göderitz, der als Stadtbaumeister und vor allen Dingen auch Direktor für alle möglichen kulturellen Veranstaltungen und sehr großer Einflussnehmer, vor allen Dingen auch in dieser Theaterzeitschrift, das Stichwort in der Gestaltung des Ganzen, Chawinski einlädt, ist ja jemand, der das neue Bauen nach Magdeburg gebracht hat und in dieser Zeit sehr eng mit dem Bauhaus in Verbindung stand. Und er muss ja Chawinski gekannt haben, sonst wäre er nicht auf die Idee gekommen, so einen sehr jungen Menschen zu beauftragen. Und das Erste, was Chawinski macht, sind ja tatsächlich die Entwürfe für Hugo Junkers, für die Gaswasserausstellung in Dessau. Vielleicht können wir da mal drauf schauen. Die haben wir, wenn wir ein Stück weitergehen in der Publikation. Ein Stück zurück, ne? Nein, die müssen noch ein Stück. Wir waren schon da. Ein Stück zurück. Zurück. Und da kann man auf Seite 20, ganz genau, hier sieht man die relativ kleinen Junkers und Co. Das sind ja richtige Kojen, die er gestaltet, also überlebensgroße Fotografien, die er ausschneidet, die er an die Wand pinnt, die er aufklebt und durch die man dann laufen kann. Und das ist ja etwas, was er wahrscheinlich
in Köln gesehen hat, wo er bei seinen Eltern zu Gast gewesen ist, wo er natürlich die Presse verfolgt hat und verschiedene, vor allen Dingen auch die russischen Konstruktivisten aufgenommen hat und dort Anregungen herholt und die dann tatsächlich nach Dessau bringt. Und Grob ist immer wieder dann auch auf dieses Talent von Schawinski zurückgreift, mit diesen Materialien ganz frei umzugehen. Und er kombiniert Malerei und Fotografie. Und das ist auch sein Einstieg in die Fotografie. Sein Einstieg in die Fotografie ist ja nicht, er macht jetzt Fotos, sondern er hat die Fotografie ja immer verstanden als etwas, was er nutzen kann, um dann daraus Neues zu bauen. Also Fotografie im Sinne von angewandter Kunst für Gestaltung, für Elemente. Man kann dies auch auf dieser Fotomontage der Bauhauszeitschrift, das ist das ist die Werbung fürs Bad Nasenfest, ne? Und ich wollte sagen, also was Schawinski auch auszeichnet, eben bei solchen Collagen, aber auch generell, also dieses Montageprinzip, er ist eigentlich ein unheimlicher Raumkünstler. Und wie kaum ein anderer verbindet er seine Erfahrung auf der Bauhausbühne, Räume der Raumgestaltung, auch das sich im Raum bewegen. Das übersetzt er dann quasi in so ein, entwickelt dabei ein starkes räumliches Empfinden, was er eben in solchen szenografischen Ausstellungs- und Raumgestaltung oder Arrangements immer wieder anwenden kann. Auch diese, ja, auch solche Collagen wie die zum Bad-Nasenfest oder auch diese Ausstellungsszenografien zeugen ja davon, dass er so ein sehr komplexes räumliches Verständnis hat. Nicht nur Theater- und Bühnenräume entwickelt er, sondern auch Ausstellungsräume und Bildräume. Das ist für ihn immer alles eins. Eine ganz lebendige Raumgestaltung mit verschiedensten Medien, die er kombinieren kann. Sicher angeregt auch durch die russischen Konstruktivisten, aber auch durch vergleichbare Arbeiten seiner Bauhauskollegen wie Herbert Bayer, mit dem er ja sehr eng befreundet gewesen ist und auch ständig im Austausch stand. Also das ist ja, er war ja mittendrin in diesem ganzen gestalterischen Innovationsprozessen auch und auch Teil, denke ich, der Gruppe um Gropius, genauso wie zu dieser Gruppe ja auch Bayer gehörte oder Marcel Breuer, so war Xanti Schawinski so auch ein Mitglied quasi dieser Bauhaus-Familie, wie es manchmal auch hieß, ne? Die Leute um Gropius herum, sein ganz enger Kreis von Mitarbeitern. Schawinski gehörte dazu. Na, Bayer und Schawinski, das lässt sich ja manchmal gar nicht trennen. Wahrscheinlich haben die auch mehr, als wir bis heute wissen, dann zusammengearbeitet. Und das weiß man ja später, ist Schawinski, als er in Italien war, hat er ja auch Bayer ständig irgendetwas geschickt, um das anzugucken und von ihm zu hören, wie Bayer das findet. Also das sind ja ständige Kommunikation auch, wie man sie sich so gar nicht vorstellen kann. Sich auch immer im Austausch stehen miteinander. Und wenn wir jetzt weitergehen, können wir auch sehen, was Schawinskis eigentliche Leistung in Magdeburg ja dann war, sind diese unglaublichen Ausstellungsgestaltungen. Hier haben wir das zum Beispiel mit der Ausstellung Fotografie der Gegenwart 1929 im Herbst. Da ist Schawinski gerade neu in Magdeburg und es gibt diese vom Essener Folkwang-Museum gestaltete oder zusammengestellte Wanderausstellung, die an verschiedenen Orten Deutschlands zu sehen war und unter anderem auch hier in Magdeburg. In vielen Orten ist die einfach so an die Wand gepinnt, sage ich mal. So wie die Bilder kamen, wurden die an die Wand gepinnt. Sehr gleichmäßig, sehr eintönig. In Magdeburg ist die gestaltet. In Magdeburg ist diese Ausstellung plötzlich nach verschiedenen Gestaltungsgrundsätzen, nach verschiedenen Themen. Und wir sehen das ja auch an der Wand, ne? In verschiedenen Größen, in verschiedenen Zusammenstellungen gestaltet, wie sie es sonst nicht gewesen ist. Und das ist natürlich dann auch so ein Gestaltungswille, den Schawinski dort mit seinen, du hast gesagt, mit seinen Raumerfahrungen in den Raum bringt. Und es ist nicht nur diese Ausstellung, sondern eine ganze Anzahl von Ausstellungen, für die Schawinski dann im Laufe der folgenden Jahre in Magdeburg am Adolf-Mittag-See verantwortlich zeichnet. Wenn wir jetzt weitergehen, finden wir die. Das ist zum Beispiel dann auch diese Lichtkunstausstellung, wenn wir weiter. Da sind auch noch andere, die noch interessanter sind, weil sie noch stärker zeigen. Hier haben wir ein Plakat zur Ausstellung Neues Bauen. Und hier können wir das mal ganz gut sehen. Dieses Staffeln von Fotografien, ja, ausschneiden, staffeln, neu zusammenbauen.
und natürlich immer auch als nutzen, um Magdeburg als die Reformstadt vorzustellen. Also das ist ja nun das, wofür Göderitz den Schawinski auch brauchte und wie er Zeit seines Lebens auch im Kontakt mit Schawinski geblieben ist und ihm auch eine große Dankbarkeit entgegengebracht hat. Das kann man im späteren Briefverkehr in den 60er, 70er Jahren noch gut lesen. Wie dankbar Göderitz Schawinski ist, dass er derjenige war, der auch das neue Bauen in Magdeburg ins richtige Licht gerückt hat. Also einmal hat er natürlich die Fotografien gemacht von den neuen Bauten, das ist ganz klar. Und zum anderen hat er, aber wenn wir jetzt weitergehen in der Publikation, diese auch dargestellt und nicht nur das Bauen, sondern die ganze Stadtverwaltung Magdeburgs, die ja zu diesem Zeitpunkt als sozialistische Stadtverwaltung sehr modern war. Zum Beispiel auch hier auf der Hygieneausstellung in Dresden 1930 dargestellt, Schawinski baut dieses Rad. Dieses Riesenrad nach Fotografien, die er vom Magdeburger Riesenrad auf dem Domplatz gemacht hat. Und in diesen Kästen, die Sie finden, sind die einzelnen Ämter der Stadt untergebracht. Also auch die moderne Stadtverwaltung wie Göderitz und sein Oberbürgermeister Beims, die sich für die Stadt Magdeburg erdacht hatten, wird hier umgesetzt im Bild durch Bauten von Schawinski. Ja, das ist hier so ein ärztliches, so ein Dezernat, wo quasi die verschiedenen Bereiche des Dezernates in Fotografien in diesen Kisten abgebildet sind. Wenn wir jetzt weiter. Das Ganze ist doch wie ein Theaterapparat. Ja, genau. Kann man sagen, ne? Kann es als Theaterapparat. Es sind lauter kleine Bühnen, die in einem großen Riesenrad gedreht werden können. Und das ist ja eine unheimlich innovative Szenografie. Und das ist, man muss sich vorstellen, zur selben Zeit ist Herbert Bayer beschäftigt in Paris für die sogenannte Deutsche Werkbundausstellung, ganz ähnlich anspruchsvolle Raumsituationen zu bauen. Oder lasst mal den Notch bauen, den Lichtraummodulator und so. In diesem Zeitraum, im selben Jahr, entwickelt Schawinski auch seinen Apparat. Also in Magdeburg, also für Magdeburg in Dresden. Er ist also wirklich auf der Höhe der Zeit in diesen Arbeiten. Und bis heute und bislang ist das viel zu wenig gewürdigt worden, auch diesen Zusammenhang gesehen worden. Das sind ja auch Stücke, die tatsächlich jetzt erst bei Recherchen im Stadtarchiv auftauchen konnten und die wir für die Ausstellung und für das Buch auch zum ersten Mal abgezogen und vor allen Dingen auch in dieser Qualität publizieren, das konnte man ja auch nicht wissen. Also gerade diese Collagen hier, da sieht man natürlich, wie sehr er da auch, das sind die Inhalte dieser kleinen Kisten, die Sie da vorher gesehen haben. Das sind alles Fotos, die er macht und die er natürlich vor diesem Hintergrund macht, ne? Um sie dort auch zu verwenden und zusammenzustücken. Er hat später nie wieder Bezug auf diese Zeit genommen. Er hat in den 30ern nochmal an verschiedenen Pavillonarchitekturen von Gropius mitgebaut, auch für den Entwurf des Sowjetpalastes, an dem Gropius sich entwirft, hat Schawinski im Prinzip die Darstellungen gemacht, die Prospekte gemacht, aber nach den 30er Jahren hat er dann auch da den Deckel zugeklappt und gesagt, gut, das ist eine Zeit, die mich dann nicht mehr interessiert. Ich möchte endlich Maler sein und Künstler sein. Wenn wir jetzt weiter gucken, sehen wir so ein bisschen, genau, hier ist nochmal so eine Fotomontage von den verschiedenen Ausstellungen. Und was wir jetzt im zweiten Teil des Buches haben, ist quasi das, was Schawinski als Fotografen ausmacht. Wir haben, wenn man jetzt anfängt zu blättern, den Nachlass nach, jetzt kommt erstmal noch Text, ich muss jetzt, glaube ich, mal auf die Zeit gucken, deswegen, wir wollten ja mit Fotografien noch ankommen, die einen großen Teil des Buches ausmachen. Also einmal in dem Stichwort ganz genau. Und hier sieht man dann tatsächlich die in Magdeburg 29 bis 32 entstandenen Fotografien, von denen wir einen großen Teil im Stadtarchiv Magdeburg ausfindig machen konnten und die für dieses Buch quasi zum ersten Mal auch vollständig abgezogen entwickelt wurden und die wir auch in der Ausstellung gezeigt haben und jetzt auch zu Teilen im Kunstmuseum
in Magdeburg haben. Also wenn Sie jetzt weitergehen, können wir diese Gruppen von Bildern, von Details, von Fotomontagen, von ja, Dingen sehen, die er letzten Endes auch immer schon vor diesem Hintergrund des Interesses etwas Ungewöhnliches damit zu tun. Hier ist ein Kochtopf aus einer der Ausstellungen und im Kochtopf, auf dem Boden des Kochtopfes, findet sich dann ein Foto der Baumsiedlung. Also sehr interessant, würde man heute sagen. Das sind Auftragsarbeiten, die er in der Zeit gemacht hat für verschiedene Firmen, hier zum Beispiel für die Puppenfirma. Dann hat er fotografiert im Theaterfundus immer wieder. Das hat natürlich auch vor allen Dingen mit der Zeitung Stichwort zu tun, für die er das Bildmaterial liefert und wo er wahrscheinlich auch an der Auswahl der Aufsätze mit anderen gemeinsam Anteil hatte und die auch so als Kulturzeitschrift mit einigen Ausgaben über 3 Jahre hinweg entstanden ist, wo natürlich auch die Hochschule für Gestaltung in Magdeburg eine große Rolle gespielt hat als Zuarbeiter für diesen Bereich der Publikation. Wenn wir jetzt weitergehen, können wir, glaube ich, noch ein paar schöne Fotos einfach sehen, die Sie im Band wiederfinden. Hier der Jahrmarkt auf dem, hier ist das mit dem Riesenrad, ne? Also diese Idee, die Fotografie zu verwenden, um dann auch zu bauen. Also Schawinskis Interesse an Technik, das ist, glaube ich, etwas, was man immer wieder findet. Das findet sich ja auch in seinen späteren Arbeiten dann, die er als Künstler längst in New York angekommen, immer wieder ausführt, bis hin zu dem in den 70er Jahren stattfindenden Performance, in denen er mit einem Auto über Leinwand auf der Straße fährt, um einen großen Reifen abdrücken, die Leinwand zu bespielen. Oder wenn Sie hinter mir sehen, diese Sphären, die quasi auch wie Raumbilder wieder funktionieren, nämlich aus 4 übereinander gelegten Schichten einer Malerei, einer Netzstruktur und dann nochmal einem vorgeblendeten netzartigen Gewebe, was bedruckt ist, sodass immer Raum und Dimension entstehen in allem, was er tut. Vielleicht können Sie noch mal weitergehen. Genau. Das Theater hat auch in Magdeburg eine große Rolle gespielt. Ich habe schon gesagt, Stichwort ist die Zeitung. Hier sieht man auch die Theaterbühne, an der Menschen nach Theaterkarten anstehen. Stadttheater Magdeburg. Und dann natürlich seine Fotografien im Stadtraum, einfach als Dokumentator dessen, was gebaut wurde für das Stadtbauamt der Stadt. Hier am Breiten Weg Gebäude, die auch gar nicht mehr existieren. Also er ist auch ein Dokumentarist der End-20er Jahre in Magdeburg. Ja, weiter. Ja, vielleicht einfach mal so ganz schnell noch ein bisschen durch. Ich glaube, wir sind dann, ja, hier kann man das auch noch mal sehen. Das sind, denke ich, auch exzeptionelle Situationen. Er steigt irgendwo ganz hoch, um einen Platz von oben zu fotografieren, wie das, glaube ich, auch in der Zeit einfach so aufkam. Also seine Kenntnis der Fotografie, das merkt man immer wieder, wenn man die Fotos im Detail anschaut, hat sehr viel mit dieser Ausstellung 1929 zu tun, wo er wahrscheinlich auch ein großes Konvolut von Fotografien einfach zu Gesicht bekommen hat. Wenn man sieht, wer ausgestellt hat, hier hat man zum Beispiel Gret Paluca in Magdeburg am Stadttheater. Es gibt ganz ähnliche Darstellungen von anderen, die Theater fotografieren. Es gibt von Fotografien, die Paluca in Magdeburg, die Paluca natürlich auch in Dresden, wo man auch merkt, Debschitz-Kanowski wollte ich gerade sagen, da hat er die Orientierung, die Anleihen genommen. Also er ist jemand auch, der sich immer sehr stark mit dem auseinandersetzt, was andere tun, um dann aber den nächsten Schritt zu gehen und Neues zu entwickeln. Das merkt man schon auch sehr an diesen
dokumentarischen Fotos, die wir ihm jetzt zuordnen konnten anhand von Dingen, die sich im Nachlass gefunden haben, die aber auch in dieser Zeitung Stichwort zu finden sind. Also so hat das jetzt funktioniert, dass wir gemeinsam mit dem Archiv und mit vielen, die sich auskannten, doch dieses Konvolut zuordnen konnten zu seinem Werk. Ja, ich glaube, jetzt sind wir an so einem Punkt, wo wir vielleicht noch mal gucken, was ist aus Czerwinski eigentlich danach geworden. Ich hatte noch mal Fotos geschickt, die so ein bisschen zeigen. Wir haben einmal die Sphäre hinter uns. Wir haben im Buch auch vorne auf den ersten Seiten, also der Unterricht am Black Mountain College, die Spektrodramen, seine Performances, die er dort mit Studierenden machte. Also man kann knapp sagen, also 1936, 1931, dann geht er, erst ist er in Berlin, dann ist er dann bis in den frühen 30er Jahren in Italien, arbeitet dort im Studio Bogheri weiterhin als Grafiker, und 1936 kann er dann in die USA emigrieren. Auf Einladung von Josef Albers wird er eingeladen, am Black Mountain College zu unterrichten. Zunächst auch Zeichnen und Raumdarstellung, weil Josef Albers kennt ihn aus der Bauhauszeit als einen raumgestalteten Szenografen. Gleichwohl fängt er an, dort auch wieder ein Bühnenstudio zu gründen und auf eine besondere Weise die Bühnenpädagogik von Oskar Schlemmer weiterzuentwickeln. Und da müssten wir mal vielleicht auf die Seite 46 zum Beispiel gehen. Beim Katalog könnte man das nochmal machen. Da sieht man dann diesen, ganz vorne ist das Seite 46. Da entwickelt er mit den Studierenden ja Raumerzählungen, Raumbildungsprozesse, aber auch soziologische Themen werden verarbeitet oder das Thema Sehen, das Thema Hören. Er macht entwickelt einen Totentanz, ist eine Seite davor, auf Seite 45, ja, ein Tanz macabre. Also er entwickelt Szenen, Geschichten, versucht, er nennt es dann Soziologie und Performance werden verbunden. Und die Dinge entwickelt er nicht als Inszenator oder als Regisseur, sondern das entsteht immer im gemeinsamen Entwurfsprozess mit den Studierenden. Und es basiert auf dem, was sie in ihren anderen Unterrichtsfächern gerade behandelt haben. Das wird auf die Bühne gebracht, auf der Bühne in ein räumliches, performatives Geschehen verwandelt. Und das ist eine ziemlich innovative, experimentelle Pädagogik, die auch eine besondere Erweiterung der Bauhaus-Bühnenpädagogik aus der Dessauer Zeit. Das endet dann abrupt 1937, nachdem er dann eingeladen worden ist, von Molly Notch am New Bauhaus in Chicago zu unterrichten. Bisschen tragisch war das, weil nämlich dieses New Bauhaus so nie zustande kam, also jedenfalls nicht so lange existierte, dass Czerwinski hätte dort anfangen können. Und so ist er dann ab 38 gezwungen, sich wieder selbstständig zu machen, und lebt in New York, findet unterwegs in den Folgejahren immer noch einige Gelegenheiten, wegen an der Columbia University irgendwie zu unterrichten, mal als Lehrbeauftragter zu arbeiten, aber ist im Wesentlichen freier Künstler. Ist weiterhin agil, also Frau Labs hat vorhin schon erwähnt, diese Car-Paintings in den 50er Jahren, wo er mit dem Auto dann auf Leinwänden herumfährt und Farbe verteilt, oder er macht Tanzbilder, er macht ganz viele verschiedene Dinge. Ist einfach auch, gibt es dann auch Kontakte zu Marcel Duchamp, beteiligt an der Schachausstellung sich, ist immer wieder unterwegs, aber immer nicht mehr im Zentrum. Ihm fehlt die Institution, die ihn trägt. Das ist nach dem Black Mountain College eigentlich dann die Schwierigkeit, dass er dann doch im Wesentlichen auf sich allein gestellt ist und sich durchkämpft. Und das macht er aber doch einigermaßen erfolgreich. Er hat auch mehrfach Ausstellungsbeteiligungen im MoMA in New York. Also er ist schon noch sichtbar und er ist auch sehr gut vernetzt. Und wenn man den Briefwechsel und die schriftlichen Dokumente anguckt, merkt man, also er ist wirklich mit ganz, ganz vielen Menschen. Er ist eine Knotenperson, könnte man sagen. Ein Verbindungsmann zwischen vielen Modernisten, Avantgardisten und Avantgardistinnen und Modernistinnen. Also er ist eine Schlüsselfigur. Und
erst in den 60er Jahren orientiert er sich dann wieder neu zurück auf Europa, vielleicht auch, weil er älter wurde oder warum immer. Aber er hat noch dann zum Schluss nochmal in Basel die Chance, ein Theaterstück zu inszenieren, Die steinerne Blume von Prokofjew, wo er nochmal wieder alle seine Bühnenelemente zusammenbringt. Diese Inszenierung war ein Desaster, weil er hat mit dem Bühnenbild quasi das Stück quasi so kaputt gemacht. Aber das gehörte auch zu seinem dazu, dass nicht immer alles gut ging, aber er hat weiter immer gemalt und gemalt bis zum Schluss und eben diese Sphären und Eklipsen. Also heute gibt es einen unheimlich reichen Nachlass zu besichtigen und das ist alles in so einem Buch hier nicht abzubilden. Das, was wir hier in dem Buch jetzt versucht haben und vor allen Dingen jetzt Annegret Laps vor allen Dingen jetzt geleistet hat, diese Magdeburger Zeit einmal herauszustellen und diese besondere Leistung Stravinskys als Fotograf, als Ausstellungsgestalter und Grafiker zu würdigen, die er selbst kaum gewürdigt hat. Also wie du am Anfang ja gesagt hattest, ne, er wollte Künstler sein, er wollte Maler sein. Und er beschrieb es auch mal in einem Text, so autobiografischen Text. Er hatte mal kennengelernt, da gab es diese Holtdorf-Truppe, so einen Theater-Expressionisten, den er kennengelernt hatte in den 20ern. Der spielte immer den ganzen Winter über Theater irgendwo. Und im Sommer zog er sich zurück aufs Land und malte. Und das war auch so ein bisschen Stravinskys Vorstellung. Ich verdiene mein Geld im Frühjahr und im Herbst in Stadtverwaltungen, als Grafiker, irgendwo auch für Firmen. Und im Sommer fahre ich nach Ascona und male. Und das hat er auch oft gemacht und hat wirklich auch, egal wie viel er an grafischen und praktischen Arbeiten, auch Bühnenbildarbeiten gemacht hat, der Sommer war seine Mahlzeit. Da hat er wirklich unheimlich viel produziert. Und er war auch als Maler, also du hast es ja vorhin gesagt, ne, mit der Ausstellung in Halle 1928, 1929, wo Ludwig Grote, der Landeskonservator, ihn auch als Maler entdeckte. Und neben Bildern, die Grote von Kandinsky Klee ankaufte, und waren die Arbeiten von Stravinsky die einzigen eines Studierenden des Bauhauses, die in die Anhaltische Gemäldegalerie neben noch zwei Arbeiten von Fritz Winter gelangt sind. Er wurde schon damals also auch als herausragender Maler wahrgenommen. Aber letztendlich hat diese Vielfalt, dieses multiperspektivische, dieses breite Spektrum seines Engagements eben doch seine Nachwirkungen. Also die Würdigung seines Werkes bislang schwierig gemacht. Naja, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass er nicht in diesen Inner Circle um Gropius mehr war. Also das ist ja etwas, was ihn immer wieder auch beschäftigt hat. Naja, bis in die 30er Jahre war er das. Ne? Aber er hat ihn auch sehr verehrt. Briefwechseln kann man das ganz gut rauslesen. Ich meine, wenn er sich, er hat sich auf der einen Seite als Künstler eingesetzt, auch für die Lehre oder in der Lehre sehr, auf der anderen Seite hat ihn das, glaube ich, nie ganz so verwunden, dass er nicht für seine Frühzeit in Dessau die entsprechende Würdigung erfahren hat, gerade bei Gropius. Also, aber das ist, glaube ich, so ein Nachklapp dann, der vielleicht auch gar nicht so. Vielleicht hat er es auch zu sehr betont, meine ich. Ne? Also vielleicht ist es gar nicht so. Er hat es selbst vielleicht. Das ist schwierig jetzt. Das ist so ja schon. Bis es alle glauben. Schwierig zu deuten jetzt, ne? Also wie es ihm da gegangen ist. Aber ich denke, er gehörte schon bis zum Inner Circle um Walter Gropius. Also, aber das endete dann irgendwann in den späten 30er Jahren. Aber wenn er das nicht so oft betont hätte, dass das ein Problem für ihn gewesen wäre, ja, sondern das einfach so wie alle anderen, das war halt so, dann wäre es eine ganz normale Rezeption gewesen. Also die Rezeption bricht ja irgendwann so ein bisschen seltsam ab.
aber gut, es ist jetzt spekulativ. Also ich glaube, was wir jetzt machen konnten, ist tatsächlich mit diesem Buch auf diese Frühzeit verweisen, die ja auch tatsächlich nie aufgearbeitet war in diesem Umfang, gerade mit dem, was du gemacht hast zum Theater und zu seinen ganzen Tätigkeiten in dem Rahmen, das mal zusammenzupacken. Auch Zwickau dazu, auch die ganzen Entwürfe mal zu zeigen im Bild. Ich glaube, das wird schon ein bisschen was korrigieren in der Wahrnehmung von Czerwinski, auch was die Frühzeit betrifft und die Fotos und die gehören. Und vor allen Dingen eben seine herausragenden Qualitäten als Grafikdesigner, Ausstellungsgestalter und Szenograf. Und ich glaube, beides zusammen ergibt eben das Bild eines raumgestaltenden, ja, angewandten Künstlers oder der mal freier, mal angewandter ist eigentlich, aber einfach ein Raumgestalter und Künstler gewesen ist und gegen die eigenen, von Czerwinski selbst betriebenen Selbsterstellungen. Also genau dieses Feld der angewandten Arbeiten, das hat er ja mehr oder weniger immer so wie als zum Gelderwerb notwendig auch oft abgetan und selber kaum dokumentiert. Oder in seiner Autobiografie schreibt er eher über seine Kunst und die Malerei, die ihn beschäftigt hat, aber diese Gestaltung von Ausstellungen oder auch seine fotografischen Projekte, die waren für ihn selbstverständlich und ja, oft kaum der Rede wert, aber sie sind der Rede wert. Und das ist eben, dank Annegret Raps ist ja das jetzt auch mal so aufgeschrieben und gezeigt. Ich glaube, Magdeburg, ja, ist da ein Höhepunkt seines fotografischen Schaffens. Also er hat nie in seinem Leben zuvor und danach so intensiv und so gut fotografiert vielleicht, also wie in Magdeburg. Ja, ich glaube, kriegen wir hier so die Fragen rein, die wir beantworten sollen. Oder? Fragen wäre gut, ja. Fragen sind gut jetzt. Genau, es gibt leider noch keine Fragen aus dem Chat, aber es gibt ja jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen in den Chat an Frau Labs und an Herrn Blume. Es gibt eine Frage, aber die braucht noch kurz einen Moment. Ja, vielleicht jetzt können wir das Bild mal wegmachen von dem Buch. Ja, genau, das machen wir jetzt weg. Ja, Buch zu kaufen im Deutschen Kunstverlag. Da gibt es schöne Bilder drin. Nein, also tatsächlich, unsere Shops müssen wir dann demnächst wieder schließen, wie ich gerade vorhin sagte. Aber Sie dürfen uns tatsächlich schreiben und können das Buch bei uns über den Shop käuflich erwerben. Und im Buchhandel überall gibt es ihn auch. Und auch diese Bilder, diese Ausstellungsansichten aus Magdeburg und so, das sind doch Bühnenbilder. Das ist doch nicht viel anders als ein Bühnenbild. Also auch wie in dem Karussell dort oder diesem Riesenrad-Ding. Also es ist vor allen Dingen geht es gut. Also man kann sich da vorstellen und kann, also das ist schon. Ja. Jetzt kommt auch die Frage, ob denn bekannt ist, mit welcher Kamera Xanti Czerwinski fotografiert hat. Markus Kroller fragt. Ja, ich weiß, der fragt das immer. Das war keine Leica. Wir wissen nicht, ob es eine Leica war. Also in den 20er Jahren wohl noch nicht. Später hat er eine Leica gehabt, aber und wenn, ist diese Kamera verschwunden. Also wir wissen es nicht. Also, aber es wird sicher eine Kleinbildkamera gewesen sein. Das ist anzunehmen. Also angesichts also dieser Dynamik, dieser Ansichten, gerade in Magdeburg, ne, vom Turm von hoch oben und so und diese schnappschussartigen Aufnahmen. Vielleicht gibt es ja noch. Es kommt bestimmt noch die ein oder andere Frage. Genau, von Antonio Rosselli. Ich lese vor. Es wurde oft vom Bildraum gesprochen. Ist dieser primär optisch zu verstehen oder spielen da auch andere sinnliche Wahrnehmungen meine Rolle? Unter anderem war auch von der akustischen Dimension die Rede. Lässt sich der Bildraum auch als Emanzipation vom optischen Bild verstehen? Kann man so verstehen, ja. Und ich denke, das ist schon
Stravinsky wesentlich gewesen, also natürlich erst nur einmal optisch als Maler sich der Sache zu nähern, aber durch seine Erfahrung als Performer, als Bühnenkünstler, Tänzer, Musiker, war für ihn der Raum immer ein Raum des Erlebens, des körperlichen Erlebens. Das war für ihn selbstverständlich. Das äußert sich auch letztendlich in in den bildnerischen Arbeiten. Also sein Raum ist immer mehrschichtig. Also das ist halt immer auch die Bildräume verweisen immer auch auf Lebensräume. Und das zieht sich durch sein ganzes Werk, also auch später dann in den 40er Jahren gibt es solche Bilder, dann solche Grafiken, so Warheads, also wo er dann so die Kriegserfahrung oder Waffenindustrie und so reflektiert, aber es sind immer so Raumbilder, die in die Tiefe gehen. Staffelungen. Ich glaube, was also, man kann, dass es von seinen Räumen, von seinen Bühnenerfahrungen kommt. Ausgehend von seinen Erfahrungen, die er in den Bühnenstücken hat, er dieses dann auch in seine bilderischen Gestaltungen bringt. Also so etwas, wie ich hier hinter mir hängen habe, so ein dreidimensionales Werk wäre nicht denkbar ohne sein großes Interesse, dass er ja immer auch der Bühne und damit dem dreidimensionalen im Theater entgegengebracht hat, was er auch in seinen Beschreibungen immer wieder betont. Ja, immer so eine Mehrschichtigkeit auch so, die er immer mitdenkt. Also wie jetzt, manchmal sind es Staffelkulissen, aber es ist immer Tiefe da. Und das ist natürlich, mit dieser Erfahrung kann er halt Bilder malen, er kann Fotografien entwickeln, er kann Ausstellungsgestaltung machen, aber eben auch Messebau und Architekturentwürfe machen. Also Und das ist vielleicht was von dort ist, also wenn Gropius schätzte nicht diese Stravinsky-Welt als kompletten Künstler, sondern eher als Ausstellungsgestalter. Also er hat ihn auch mal, Gropius nannte ihn in einem der Briefe auch mal mein lieber Ausstellungskanonier. Also er war so ein Mitarbeiter für das Büro Gropius, also der zuverlässig Ausstellungsgestaltungen, Raumgestaltungen produzierte. Und das konnte er halt eben machen. Und das ist etwas Besonderes. Also, dass er ist nie ein Maler der Fläche nur. Auch bei den einem seiner berühmtesten Bilder aus den 20er Jahren. Das ist ungefähr das, was so ein ähnliches Bild hat dann auch Ludwig Grote für die Anhaltische Gemäldegalerie gekauft. Ne? Das ist räumlich gestaffelt. Also, wobei jetzt hier nochmal ein besonderer Verweis vielleicht auch auf die Dessauer Zeit, also das Dessau-Wolitzer Gartenreich. Und es sieht aus wie ein Balkon vom Bauhausgebäude. Mhm. Dieses Klassik und Moderne zusammengedacht. Auch. Aber eben so wie als wie ein Bühnenbild. Wie so ein geschichtetes Gefüge. Und das Ganze noch dynamisch, noch bewegt, schräg und so. Wie so wie in der fotografischen Perspektive auch, die so die Kamera schräg gehalten jetzt hier. Ich habe noch eine weitere Frage von Boris Kehrmann. Er fragt, ob es denn Briefe gibt von Xanthi Stravinsky an der Bauhausbühne, Kommilitone von Ellen Neumann, der späteren Frau von Walter Felsensteins war. Gibt es Briefe oder Dokumente zu dieser Zusammenarbeit im Stravinsky-Archiv? Mit wem jetzt? Mit wem? Zu wem? Es gibt viele Briefe, aber... Mit Ellen Neumann. Zu Ellen Neumann habe ich keine gefunden. Also, er hat... Ihr habt sie geordnet, Thorsten, ne? Nach Namen. Ja, es ist noch nicht alles ist erfasst. Also es könnte sein, dass noch einiges liegen ist. Wir kriegen jetzt auch durch das Buch, es ist ja schön, auch immer wieder Hinweise und andere Anfragen, wie zum Beispiel neulich jetzt fragte jemand aus Leipzig, ob wir denn Briefe gefunden haben zur Freundschaft mit Carola Bloch, der polnischen Architektin, die mit dem Philosophen Ernst Bloch verheiratet gewesen ist und die mit Stravinsky sehr früh und eng befreundet gewesen ist und lebenslang auch befreundet gewesen sein soll. Wir müssen da der Sache nochmal nachgehen und auch einige Sachen noch weiter auswerten. Auch von Walter Felsenstein ist Ihnen da was bekannt von Briefen, Dokumenten? Noch nicht, leider, nein. Ja. Finden wir bestimmt noch. Wir suchen, wir nehmen das auch gerne auf, solche Anregungen und ich gucke mal, dass ich vielleicht in den nächsten Tagen auch nochmal ins Archiv gehen kann und nochmal gezielt danach suchen kann.
Naja, tatsächlich ist vor allen Dingen der Briefwechsel aus der späteren Zeit sehr ausgiebig. Also die Frühzeit ist ein bisschen dünner, was natürlich gerade ist. Ne? Also es ist einfach länger her, ist öfter umgezogen, das ganze Konvolut. Also was wir haben, ist ein unglaublich umfangreicher Briefverkehr mit Göderitz. Also bis zum Tod von Göderitz waren beide tatsächlich sehr intensiv miteinander verbunden. Und Bayer spielt natürlich immer eine Rolle und einige andere von denen. Ja, die meisten Briefe beginnen eigentlich also in den 30er Jahren erst. Also da haben wir da sind die Briefe da. Also von vorher ist kaum was da. Dann würde ich sagen, wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr sind. Ah, doch, es kommt noch eine Frage von Antonio Roselli. Im Laufe der Präsentation hat Thorsten Blume von einer Dynamisierung und Auflösung des Raumes als Apparatur gesprochen. Ich finde die Formulierung sehr spannend, aber was genau ist mit Apparatur gemeint? Eine Apparatur ist im Grunde genommen, also in Bezug auf die Bühne, es ist die Bühnentechnik. Also das ist das, was man was man im Theater als Bühnentechnik hat. Das sind die Kulissen, das sind die Seilzüge, das sind die Drehbühnen, das sind die Lichtapparate und die Soundgeräte. Das ist einfach das, was an Technik in einem Theater zur Verfügung steht. Und diese Technik wird nicht nur bei Stravinsky, sondern bei vielen Künstlern und Architekten in den 20er Jahren, wird die zum Darsteller, also zum Zentrum dessen, was man da auf der Bühne veranstaltet. Der Schauspieler, die Schauspielerinnen oder die menschlichen Darstellerinnen treten zurück hinter den technischen, konstruktiven Materialien. Und damit spielt er. Und das ist typisch eigentlich, da ist Stravinsky typisch für viele moderne Künstler, die im Theater sich bewegt haben, die eben von der Malerei, von der Skulptur her natürlich einen anderen Blick auf die Bühne haben, nicht so sehr literarische Geschichten oder psychologische Dramen verhandelt haben, sondern das sich verändern von räumlichen Konstellationen, von Formen und dass diese Maschinen, die man da haben konnte, also die Wände bewegen, hoch und runter lassen können und so, das hat man da gerne als Anlass genommen, um es weiter in der Vorstellung auszubauen und zu fantastischen Projekten zu entwickeln, die natürlich kaum umsetzbar gewesen sind, aber die man sich hätte vorstellen können. Heute geht vieles davon, wenn man sich mal anguckt, in Berlin, ich habe das mal gesehen, im Friedrichstadtpalast in Berlin, wir haben da eine große Bühnenapparatur, die vieles kann, mit Wasser auf der Bühne und Eis und allem. Stravinsky hätte das gefreut, wahrscheinlich. Noch eine Frage. Wir haben ihn eingeladen, wir hatten zum Friedrichstadtpalast, ja, genau. Mal eine Revue zu inszenieren. Also natürlich sind diese Bühnengeschichten natürlich jetzt keine Dinge, das orientiert sich nicht an Geschichten, also nicht im literarischen Theater, sondern das ist sozusagen auch ein bisschen die Freude an der Form selbst und an den Möglichkeiten der apparativen, formalen Gestaltung, die da mit den Leuten durchgegangen ist. Und das, was ich vorhin meinte, mit seinem letzten Bühnenbildprojekt 1963 in Basel, als er da für ein Ballett von Sergei Prokofjew für Stadttheater dort das Bühnenbild macht, ne? Da bewegt er so viel Bühne, dass man keinen Tänzer mehr gesehen hat. Und die Kritiken waren verheerend. Und zumal er noch alles, was er hatte, wie aus seinen Collagen nochmal räumlich zusammengestellt auf die Bühne gebracht hat, da war nicht mehr viel übrig von Handlung. Außer Stravinsky himself, seine Bilder. Jetzt kommt noch eine Frage, und zwar von Boris Kehrmann. Mit wem hat er am Black Mountain College zusammengearbeitet? Naja, er hat erstmal mit seiner Frau damals, Irene Stravinsky, also die Tochter von Irene Kuhn-Lepschitz, also der bekannten Fotografin und auch dem Gründer der Lepschitz-Schule in München. Das ist sozusagen, aber mit Joseph Albers natürlich und auch mit Annie Albers. Und dann hat er noch John Edwards, hat ihm Musik gemacht. Und er ist aber nicht in der Zeit am Baus Black Mountain College aktiv gewesen, wo John Cage erst Cunningham gekommen, weil die Frage kommt oft, Rauschenberg war nicht sein Schüler und so. Er war sozusagen in der Frühzeit, 36, 37 da. Das,
die ganze große Heldengeschichte da am Black Mountain College in den 50er Jahren, da war er nicht mehr beteiligt, aber er hat vielleicht sozusagen den Grund dafür mitgelegt, also dass ja nicht lange das an einem gewesen. Er ist ja relativ schnell dort wieder weggegangen. Ja, zwei Jahre ungefähr, ja. Hans Jalowetz ist die Frage. Hat er mit ihm zusammengearbeitet? Den Namen kenne ich gar nicht, also das müsste ich gucken. Also vielleicht kann mir, wenn es so Fragen gibt nach so konkreten Namen, ne, also die blume@bauhaus-dessau.de, man kann auch eine Mail schreiben an uns dann und würde ich das in Ruhe nachgucken, aber den Namen Hans Jalowetz kenne ich nicht, aber könnte sein, ja, wer weiß. Dann nehme ich Ihre E-Mail noch mit in den Chat, dann können Sie das. Wenn jetzt weiterhin keine Fragen sind, würde ich sagen, herzlichen Dank für die tolle Buchpräsentation, dieses lebhafte Diskussion zwischen Ihnen beiden um das Leben und auch vor allem die Person von Ksani Schawinski einen Einblick zu bekommen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch an Katja Richter. Das Buch gibt es überall zu kaufen. Ich tippe jetzt noch Ihre E-Mail-Adresse in den Chat und auch noch unsere Kontaktdaten und wünsche Ihnen somit alle einen schönen Abend.